Züge, aber vorsichtig, zeig mir mal Jacken aus. Geiden mich an. So. Das ist gut. Ja, nur so tun. Schauen Sie noch mal zu uns, bitte schön. Ja, und glücklich. Und hierher. Und hierher. Und hierher zu mir. Jetzt haben wir noch gut lachen. Noch also sie stehen ziemlich gefährlich da. So, jetzt probieren wir es. Die Krüge, die haben es schon hergestellt, damit die gleich voll werden. Wir zählen aber, gell? Sie zählen. Ich glaube, da ist gar nichts drin. Das klingt schon was. Der Ruf Ozapf ist. Du musst den Ozapf machen. Das Ozapf ist. So, jetzt ist Ozapf. So, wenn ihr anderen hier hätten, Also auch heuer wieder freuen wir uns, dass wir unseren St. Jakobus blonden Bock anstapfen können. Der einzigartige in Münchens, das ist auch der einzige Bock, wo ohne Auto endet. Hat heuer wieder eine Stammwürze von 19,6% Stammwürze und ist einen Alkoholgehalt von knapp 8%. Und ich habe wieder seine 14 bis 15 Wochen Lagerzeit hinter ihm. Und somit können wir ihn richtig gut genießen. Und wir freuen uns schon, wenn es jetzt angezapft wird vom Herrn Minister Brunner. Ja, ich rede heute weniger über große politische Themen, sondern mehr über die fünfte Jahreszeit. Es ist, glaube ich, in ganz Bayern üblich, dass wir gerade nach dem Fasching uns treffen, in gemütlicher Runde, humorvoll, hintersinnig, vielleicht das eine oder andere kommentieren, was sich gerade politisch abspielt, aber ganz wichtig, auf die Bedeutung des Bieres hinweisen in Bayern. Bier ist in Bayern ein Kulturgut und wir wissen, dass es nirgends in Deutschland so viele Brauereien gibt wie in Bayern, nämlich 600 an der Zahl. Das ist schon 50% aller Brauereien, 40 Biersorten mit 4000 verschiedenen Marken, unterstreicht also die Vielfalt ganz eindeutig. Und wir haben es auch fertiggebracht, Bier unter weiteren 4 anderen Nahrungsmitteln in Anführungszeichen zum Projekt Genusserbe Bayern ausrufen zu dürfen. Und deswegen dürfen wir heute behaupten, Bier gehört zu unserer Heimat und die Heimat gehört zum Bier. Thank you.
begrüßen, meine Damen und Herren, der Markus Blumi hat gestern Geburtstag gehabt. Jetzt trinken wir auf die. Ja, wir waren es mit Bruch.